Ich wäre sehr gerne ganz oben auf dem Gebäude drauf gewesen, aber naja. Und dabei ist das Jetpack jetzt schon bis auf die Bremsraketen komplett ausgebaut. Knapp. Scheiße. Okay. Rakete, Rakete, Raketenwerfer. Ja, ich sag nicht nee, ne? Muni ist immer gut. Scheiße. Oh, ich kann nicht. Schmerz. Schade, schade. Kommen wir da drüben rüber? Ne, schade. Also selbst da kommen wir nicht hin. Ach ja. Der feine Herr Warlord. Oh, hier ist ein Teleporter, den wir noch nicht haben. Thompson Town Süd. Dann ja. Eine Morcon. Das ist wahrscheinlich seine Mutter. Die ist für ihn wahrscheinlich nur tot, weil sie ist eine Morcon und kein Berserker mehr. Moment. Wir looten erst. Das ist so ein. Die sitzt jetzt einfach hier so rum? Ich hinterfrag das jetzt mal nicht. Hallo, grüß dich. Eiserne Lady haben sie mich früher genannt. Kann man sich das vorstellen? Heute ist das so unwirklich. Wer bist du? Ich bin Danya. Eine Morcon, wie du siehst. Und ja, ich weiß, ich bin viel zu weit draußen. Ich sollte besser in der Grotte bleiben. Aber manchmal zieht es mich an diesen Ort. Aus sentimentalen Gründen, weißt du? Moment mal, dein Name ist Danya, sagst du? Ja, so ist es. Warum fragst du? Ich kenne einen Warlord, der nennt seine Waffe Danya. Tatsächlich? Na sowas. Warum genau bist du hier? Ach, ich bin in tiefer Trauer hierher gekommen. In Trauer um mein Kind. Hier ist es geschehen, weißt du? Vor vielen Jahren.
Hier an diesem Ort wurde mir mein Kind genommen. Wilde Raubtiere haben ihm aufgelauert. Er hatte keine Chance. Moment mal, so eine ähnliche Geschichte habe ich doch schon einmal gehört. Auch im Zusammenhang mit diesem Ort hier. Dein Kind, du redest von Fox. Du bist seine Mutter. Fox? Nein. So hieß er nicht. Ich gab meinem kleinen Jungen den Namen Forrester, nicht Fox. Er sollte einen starken, erdigen Namen tragen. Seines stolzen Vaters wegen. Er war noch so klein, weißt du? Sein Vater, Ulf, ein Warlord der Berserker? Ja, das ist richtig. Woher weißt du? Hör zu, Danja, Ulf hat dich all die Jahre belogen. Dein Sohn, der ist nicht tot. Er lebt. Aber, was redest du da? Er lebt? Wie kann das sein? Ulf hat euch beide belogen. Deinem Sohn hat er erzählt, dass du von wilden Raubtieren gerissen worden bist. Und ganz offensichtlich hat er dir genau das Gleiche über ihn erzählt. Ja, aber warum sollte er so etwas Grausames tun? Er ist ein stolzer Warlord der Berserker und du eine Morkon. Ich nehme an, das konnte er mit seinen Prinzipien nicht vereinbaren. Nein, das kann nicht sein. Leider doch, fürchte ich. Das Gute an der Geschichte ist, dass dein Sohn ein stattlicher junger Mann geworden ist. Er hat sich einen anderen Namen gegeben. Er nennt sich heute Fox. Vermutlich, um sich nicht ständig an diese Geschichte zu erinnern. Mein Junge. Wo ist er? Noch ist er an einem Ort, wo du ihn schlecht erreichen kannst. Aber ich werde ihn da rausholen. Hilf mir, Fremder. Was soll ich tun? Wo soll ich hingehen, damit ich ihn sehen kann? Geh in die Bastion von Caracas. Ich werde mich darum kümmern, dass dein Junge bald wieder bei dir ist. Sei verflucht, wenn du nur so ein Scharlatan bist und dich an dem Elend anderer Menschen ergötzen willst. Ich habe ja schon so viel Scheiße gebaut, aber in diesem Fall. Geh in die Bastion, eiserne Lady. Ich werde dir deinen Sohn bringen. Ich eile. Vielen Dank, Fremder, dass ich hoffen darf. Okay. Müssen wir da jetzt mit Kaya reden, oder? Oder geht das... Danja ist hier... Nee, Fox. Okay. Hey, Ulf, du Arsch! Ich kenne die Geschichte von Danja und deiner Vergangenheit mit ihr. Was erlaubst du dir, du Wicht? Du hast deinen Sohn wie Dreck behandelt, weil du ein schlechtes Gewissen den beiden gegenüber hast. Fox Mutter ist eine Morkon. Und sie lebt. Deinem Sohn hast du allerdings sein Leben lang etwas anderes erzählt, damit die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommt. Macht sich wohl nicht so gut in deinem Lebenslauf als stolzer Vertreter der Berserker. Psst, nicht so laut. Das kann doch jeder hören. Ja, genau. Das soll schön weiter unter dem Mantel der Verschwiegenheit bleiben, nicht wahr? Aber damit ist jetzt Schluss. Fox wird bei mir bleiben. Und du wirst aufhören, ihm nachzustellen. Du Mistkerl! Warum mischst du dich in Angelegenheiten ein, die dich nichts angehen? Fox ist ein freier Mann. Es sei denn, du willst, dass wir das vor den anderen Warlords ausdiskutieren. Ja, ja, ist gut. Und jetzt verschwinde. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Schade, ich hätte ihm gerne die Fresse auf links gezogen. Das war schön. Jetzt ist Fox hoffentlich dann wieder... Ja. Wo warst du denn so lange? Du hättest mir ja wenigstens eine Postkarte schicken können. Ich habe gute Neuigkeiten, Fox. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Wenn du mir jetzt so ein Fraß mitgebracht hast aus der Kombüse von diesem... Bäh, das kann man echt nicht essen. Hast du diesen Dreck schon mal probiert? Was? Nein, ich war in Thompson Town. Ach, wirklich? Und? Was hast du gefunden? Deine Mutter. Ich habe deine Mutter gefunden. Oh Mann, die muss wohl ziemlich schmal gewesen sein. So lang, wie sie da schon liegt, meine ich. Nein, im Ernst. Dein Vater hat dir jahrelang eine Lüge über den Tod deiner Mutter aufgetischt. Was? Haben sie dir jetzt den Schädel verbeult oder was?
Es ist unmöglich, mit dir über das Ernstes zu reden. Mag sein, dein Eindruck habe ich auch manchmal. Halt die Fresse und hör zu. Okay. Es ist unmöglich, mit dir über ernste Dinge zu reden. Was redest du da für einen Unsinn? Muss ich mir jetzt Sorgen um dich machen? Okay, halt mal die Luft an. Ich mache es kurz. Deine Mutter lebt. Und jetzt ist sie in der Bastion, weil ich sie dorthin geschickt habe, um dich zu treffen. Das ist doch gequirlte Scheiße. Ich glaub dir kein Wort. Lass mal überlegen, was dich überzeugen könnte. Deine Mutter heißt Danya. Sie wurde früher oft die Eiserne Lady genannt. Vermutlich haben die Berserker ihr diesen Beinamen gegeben, weil sie eine Morkon ist. Egal, erzähl weiter. Ich kenne deinen Namen, Fox. Ich kenne deinen richtigen Namen, den dir deine Mutter gegeben hat. Du willst mich doch verarschen, oder? Nein, Forrester. Das ist mein voller Ernst. Deine Mutter lebt und will dich treffen. In der Bastion. Aber das ist... Das würde ja bedeuten, dass... Ja, ist es. Also, ich muss dich jetzt nur noch hier rauskriegen. Mach dir keine Mühe. Das werde ich selbst erledigen. Aber warte mal. Sollen sie doch versuchen, mich aufzuhalten. Ah, ich war wohl überzeugend. Wenn sich der Staub hinterlässt. Ach ja, na dann auf zur Bastion. Mal sehen, wer schneller da ist. Ach ja, ach ja. Wo ist denn die eiserne Lady? Da ist sie. Hallo Danya. Dieser alte Stoffel. Wie konnte er uns so etwas antun? Ja. Ich glaube, Fox kommt auf der Karte gerade gerannt, kann das sein? Da. Der läuft tatsächlich die ganze Strecke, ne? Das ist so geil an den Piranha-Bytes-Titeln, dass sie halt... Ihr müsst mal überlegen. Ich quatsch jetzt mal kurz, bis Fox ankommt. Gothic 1 ist aus 2000 oder so. 2000, 2001. Und da war das schon so... Man sagt, ich glaube, Immersion dazu. Die NPCs haben einen Tagesablauf. Die laufen die Strecken, wenn die... Ich gehe jetzt mal zu dem und dem... Selbst Gegner, Tiere schlafen nachts und solche Sachen. Das ist einfach... Das ist ja heute noch so. Ist der auf sich warten? Muss ich den jetzt abholen? Ich gehe mal entgegen, weil... Es ist Fox. An was hält er sich denn jetzt auf, Mensch? Holt er noch Blumen oder was? Ja, er kommt dichter, ne? Ja, er kommt dichter. Okay. Dann gehe ich ihm nicht entgegen. Eieiei, was für eine Reise bis jetzt. Wir sind bei über 5 Stunden. Scheiße. Er kommt gleich angepisst. Das gucken wir uns noch an und dann mache ich jetzt mal Schluss für heute. Wo immer er auch bleibt. Nimmt er den Weg, wa? Ja, er läuft den Weg hoch, anstatt das Jetpack zu benutzen. Oh man. Was hat er denn? Kommt wahrscheinlich von da oben und dann hier runter, ne? Ja, er läuft einmal die Kurve. Oder kommt er von da?
Ich glaube, er kommt von da irgendwo, wo Dex gerade steckt. Was ist das denn? Sag mal. Die sind hier? Ne, er kommt von woanders. Oder kann er sich gerade nicht entscheiden? Ich kann ja warten auf Godot, aber warten auf Fox ist auch was Neues. Da kommt er. Oh Mann. Mein Junge. All die vielen Jahre. Dieser Drecksack. Ulf soll dafür büßen, was er uns angetan hat. Das macht es auch nicht mehr ungeschehen. Stimmt. Aber ich muss irgendwas tun. Kümmere dich um dein Leben. Wir haben schon viel zu viel Zeit vergeudet. Oh Mann. Mein Junge. All die vielen Jahre. Dieser Drecksack. Und vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich habe jetzt erstmal Sendepause. Ich danke dir, dass du mich gefunden hast, Fremder. Dein Freund hat eine gute Nase für fast aussichtslose Situationen, so wie es aussieht. Nicht nur das. Er hat auch ein gutes Timing. Ich stehe in deiner Schuld, Jax. Schon wieder. Wirst du bei uns bleiben? Nein, ich muss wieder zurück. Ich will nicht, dass sie nach mir suchen. Ihr sollt hier oben wegen mir keine Probleme bekommen. Aber du kommst doch wieder zurück? Jetzt, da wir wissen, dass wir einander nicht verloren haben, werden wir die Zeit finden, uns wiederzusehen. Doch jetzt haben wir erst einmal unsere Aufgaben. Ich muss meinen Beitrag in der Grotte leisten und du hast deine Pflichten hier oben. Soll ich dich begleiten? Ich bin eine Morkon. Mach dir keine Sorgen. Wir werden uns finden. Ja, das werden wir, mein Junge. Ich hätte gehofft, dass sie sich noch umarmen oder so, aber nee. Nee. Das ist, wenn ich jetzt auch Morkon wäre, dann, dann könnte ich sagen, hier ist okay, du kannst draußen bleiben. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? So sehr ich mich auch über meinen Vater ärgere. Ich weiß, das bringt mich kein Stück weiter. Ich habe den Plan, mich bei den Berserkern zu rehabilitieren, immer noch nicht verworfen. Ja. Im Moment habe ich allerdings noch keine Idee, was das sein könnte. Aber ich gebe dir Bescheid, sobald ich es weiß. Für dich zu kämpfen, ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Bis dahin bleibe ich natürlich an deiner Seite und werde dich weiterhin unterstützen. Ich habe dir viel zu verdanken und stehe in deiner Schuld. Tja. Ich frage, ob er sich nochmal zuckt. Aber es scheint soweit erstmal durch zu sein. Das ist eine... Na dann. Soll das erstmal reichen? Sag mal, hast du nochmal... Das ist keine Geschichte für mich. Keine Rehabilitation. Ja, ich kann nicht reden. Ach ja. Oh, Entschuldigung, es ist spät. Ist ja voll gemütlich und so. Ach ja, hier war noch was. Moment. 12 und 14. Fehlen nur einige, ne? Ich habe dafür keinen geeigneten Gegenstand. Tja. Da hängt Blaster an der Wand? Okay.
Vor allen Dingen, wir haben hier Klerikereinrichtung, aber wir haben immer noch Berserkertum. Komische Bank. Naja, vielleicht wechseln wir doch nochmal das Layout. Eieieiei. Was für eine Reise. Wir sind bei 5 Stunden, 10 Minuten plus. Ich halte im Eimer. Das heißt, die Folgen werden ein bisschen länger. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und oder hören uns dann bei einer weiteren aufregenden Runde Elex 2 oder My Time at Centroc. Und wenn ich bei Centroc jetzt eine größere Aufnahme durch habe, dann nehme ich auch wieder Live is Fuel Your Own auf. Das habe ich nicht vergessen. Wahrscheinlich ist es schon der Fall, dass das läuft, wenn ihr das hier hört, weil das war jetzt eine ordentliche Vorproduktion. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis dato. Reingehauen.